Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Hermann Pölkin-Eicken hat die erste Dokumentation über Adolf Hitler seit 40 Jahren gedreht. Für Wer war Hitler hat er mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen gearbeitet. Der Film soll Weltpremiere im Vechta Kino feiern. Und das Schulportal Oldenburger Münsterland soll aufgepeppt werden. Der Heimatbund hat sich hierfür Hilfe an die Hand geholt. 17 Lohner Schüler des Gymnasiums zeigten Verbesserungsvorschläge auf. Das Portal bietet Lehrern Unterrichtsmaterialien kostenlos an. Fotoshooting für die neue Promenade auf Gut Füchtel in Vechta. Model ist da, Fotografinnen sind da, jetzt muss nur noch das Pferd mitmachen. Im Idealfall sind seine Ohren nämlich nach vorne gerichtet. Hey, guck mal her, Helena. Helena. Wie heißt die? Helena. Und zum Pferd gucken. Viel höher. Lächeln, immer lächeln. Du bist so glücklich. Weiter geht es zwar ohne Pferd, doch noch immer draußen in der Kälte. Aber unsere Promenadenmodels bleiben tapfer. Zum Abschluss wird es noch einmal in einer Ferienwohnung auf Gut Welpe kuschelig. Da lächelt es sich gleich noch besser. Die Ergebnisse vom Fotoshooting findet ihr in der neuen Ausgabe der Promenade. Dieses Wochenende ist wieder Karneval in Damme. Am Samstag geht es los um 20.11 Uhr mit dem Dammer Fastnachtsheiligabend in allen Festsälen, Festzelten und Festräumen der Stadt. Und am Sonntag und Montag startet der Umzug durch die Stadt jeweils um 12.33 Uhr.